Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Um was dreht sich heute bei mir im Video? Wir Armaflexen, weiter die Betty sowie die Seitenkonstruktion, also die Unterkonstruktion. Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe es gerade vom Intro schon gesagt, um was dreht es heute? Es geht um die Unterkonstruktion für die Seitenwände. Dazu habe ich Latten geholt, die sind gehobelt von zwei Seiten. Die sind hier 18 stark und 40 breit und die Latten sind insgesamt 2 Meter lang. Ja, die Latte hier habe ich schon angepasst, die kommen hier an der Seite dran. Dazu sind Einpressnieten drin, da benutze ich auch die Löcher, die schon vorhanden sind. Ja, und das Ganze. Noch dazu werden wir Armaflexen, oder es geht weiter ins Armaflex. In dem letzten Video ging es ja um den Fußboden, da haben wir den Fußboden gedämmt und heute sind die, sind die Seitenwände dran, sowie die Decke. Ihr seht, weil ich gerade von Decke spreche und Seitenwänden, ich habe schon Alubutyl verklebt, da streiten sich ja auch einige drüber, mit Alubutyl oder ohne. Es gab auch schon mehrere Testvideos, wo man ein Stück Metall genommen hat, Alubutyl raufgeklebt hat, Armaflex raufgeklebt hat, dann hat man Klopfgeräusche gemacht, also es hört sich ungefähr so an. Ja, und das Ganze hat man dann auch nochmal ohne Alubutyl, nur mit Armaflex gemacht. Man hört da keinen großen Unterschied. Ich habe es aber gemacht fürs Gewissen und ich würde sagen, wir hören auf zu schnacken. Auf geht's! So Leute, ich habe schon mal eine reingemacht zum Testen, wie es funktioniert. Ich habe hier eine Breite von 55. Hier muss man nur darauf achten, dass man ordentlich andrückt, gerade diese Senken. Und dann geht es eigentlich ganz gut wieder ganz leicht abziehen. Erstmal ansetzen und dann sauber andrücken und dabei gleich schön ranpressen. Gut, ich würde sagen, auf geht's. Ja, und wenn es einmal klebt, dann klebt es. Mich in diesen Kernen nicht richtig anpresst, Kondenswasser entsteht ja durch Atmen und das, die Feuchtigkeit kann sich ja untersammeln und dann haben wir Rost. Und das wollen wir natürlich nicht. Darum richtig anpressen und dann ist gut. Ich mache das extra so versetzt. Dass wir in der Mitte die Flucht schön sauber ist, wenn das Holz gegengeschrubbt wird. Ihr könnt ja gerne mal unter dem Video schreiben, wie ihr das gemacht habt oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ich habe mich für die Variante so entschieden. Also schreibt es mir gerne unter dem Video in den Kommentaren.
Wetter wäre natürlich sehr schnell stumpf hier. Also am besten Cuttermesser kriegen da haben. Ich glaube auch schon meine dritte jetzt hier. Kann ich euch nur empfehlen. Ausreichend Kling da zu haben für die Cuttermesser. Also die, das sind ja 3x50 Stücke, also 50 breit. Und dadurch, dass wir jetzt zwei Schnittkanten haben, mache ich das mit 3 mm Ammerflexband zu, so dass es eine Fläche ist. So, und somit haben wir die Trennstelle geschlossen und kann sich keiner Feuchtigkeit drin sammeln. Und das mache ich überall. So, und jetzt haben wir eine saubere Fläche und wir haben keine Schnittkanten mehr. Alles super, weiter geht's.